Kurz vor Weihnachten schlägt das SEK zu. 6 Orte im Großraum Dresden, 5 Beschuldigte. Im Mittelpunkt der Razzia der mutmaßliche Anführer Daniel G. Auslöser der Aktion? Eine Frontalrecherche zu einer Dresdner Telegram-Gruppe. Neonazis und Impfgegner, die offenbar Mordpläne schmiedeten. Man müsste eigentlich theoretisch bei den Typen einmarschieren, den Typen dort rausziehen, irgendwo abhängen und den nächsten. Wochenlang haben wir heimlich mitgehört, beobachten konspirative Treffen der Telegram-Gruppe. Und schließlich konnten wir sie konfrontieren. Die Wortführer aus den Chats, Daniel G. und Thomas F. Und Sie wollen ja einen Ministerpräsidenten umbringen. Was? Das hat er ja so formuliert. Rausholen aus dem Haus und dann aufhängen, haben Sie ja gesagt. Aber Sie haben es doch so formuliert öffentlich. Na, öffentlich habe ich hier gar nichts formuliert. Die Enthüllungen über die militanten Impfgegner machen weltweit Schlagzeilen. Was plante Dresden Offline-Vernetzung? Und wer sind die Wortführer? Die Geschichte einer Recherche. Alles beginnt im Herbst 2021. Unter dem Alias-Namen Hans treten wir der Telegram-Gruppe Dresden Offline-Vernetzung bei. Der Kanal ist offen und jeder kann Mitglied werden. Wir nehmen an Audiochats teil, halten uns zurück, sind dabei so stumm, dass wir fast auflegen. Hans, bist du noch da? Hans ist ja gemutet, sagt ja gar nichts. Was die meisten in dieser Telegram-Gruppe vereint, sie lehnen Impfungen gegen Covid und die Pandemie-Maßnahmen ab. Auch den Staat und das demokratische System. Judenfeindlichkeit wird in dem Kanal offen zur Schau gestellt. Einige nahmen an Querdenker-Demonstrationen im Sommer und Herbst 2020 in Berlin teil. Im Audiochat bedauert einer, dass sie nicht den Bundestag stürmen konnten. Man muss da dazu sagen, da hätte man 1 Million gebraucht, aber welche, die wirklich entschlossen sind, halt den Bundestag zu gehen. Also ich kann wirklich sagen, ich habe wirklich mein Kreuz durchgedrückt. Unser Eindruck? Gemeinsam radikalisieren sie sich auf ihrem Telegram-Kanal. Dass ich hier noch ein paar Patrioten finde, die wissen, was die Phase ist, die bereit sind, zur Not mit Waffengewalt gegen diese dummen Spacken, die uns hier unterdrücken wollen und kaputt machen wollen, vorzugehen. Im Laufe der Zeit steigt die Gewaltbereitschaft. Ich versuche wenigstens noch was zu machen. Ja, und ich würde auch bis zum Äußersten gehen, wenn es sein muss. Auch um Angriffe auf Polizisten geht es immer wieder. Mit schwarzem Spray, du sprühst dein Visier voll, da kann der erstmal im Moment nichts sehen. Und dann kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt kämpfen tust, musst du dann auch das Messer kleiner Tasche aufhaben. Zack, rein. Diese kranken Parasiten, die sich Polizei nennen. Also, ja, also, weiß ich nicht. Wie weit wir hier gehen wollen und wie weit wir unseren Arsch riskieren wollen für diese Sache hier. Ich meine, ich bin bereit, bis zum Äußersten zu gehen, ja? Da müssen Sie mich halt in den Knast bringen. Ja, klar. Bei mir auch. Daniel G. und Thomas F. wollen sich bereits bewaffnet haben. Mich schimpft keiner. Ich hab hier 2 Armbrüste, eine scharfe Waffe, sollen Sie mal kommen. Ich nehme neue Feuer in, bitte. Ich habe mein Zeug schon in dieser Hinsicht bestellt, dürfte auch unterwegs sein. Ja. So. Naja, aber was jetzt auch sinnvoll wäre, wie kann man auch Waffen selber bauen, ne? Die Recherche im Telegram-Kanal der militanten Impfgegner führt uns auch in die reale Welt. Ende November können wir ein konspiratives Treffen der Telegram-Gruppe verdeckt filmen. Im Chat hieß es sei die 7., 8. Zusammenkunft. Links Daniel G., rechts Thomas F. Unterwegs zum vereinbarten Treffpunkt im Dresdner Albert-Park. Sie bleiben, bis es dunkel ist. Wir drehen aus großer Distanz, weil wir nicht wissen, wie gefährlich der Hund ist. Um was es bei ihrem sogenannten Offline-Treffen im Park ging, diskutieren die Wortführer später im Audiochat ihres Telegram-Kanals. Das hat man schon im Offline-Treffen gesagt. Was wir dann hier, ne,
Ministerpräsidenten absägen. Das müssen wir auch. Sonst muss ich entscheiden, ist man bereit für so ein Opfer. Man müsste eigentlich theoretisch bei den Typen einmarschieren, den Typen dann rausziehen, irgendwo aufhängen und den nächsten und so weiter. Die Ermordung des sächsischen Ministerpräsidenten. Geplant von einer militanten Impfgegnergruppe auf Telegram. Samstag, 4. Dezember. Ein weiteres konspiratives Treffen. Wir beobachten, was passiert. Jetzt fährt noch einer rein, jetzt kommt noch einer. Der passt. Ja, ja, das war der Richtige. Die ersten Teilnehmer treffen auf einem Waldparkplatz ein. Hier steigt Thomas F. aus seinem Auto. Er hat sich intensiv mit Daniel G. über Waffen ausgetauscht, Mordpläne diskutiert. Noch sind nicht alle Teilnehmer da. Wir warten. Nächstes Auto kommt. Das einzig Blöde ist, wir sehen halt nicht, was der da hinten an dem VW-Bus macht. Wir haben keine, also da müsste ich aus dem Auto aussteigen und das will ich jetzt nicht. Dann warne ich den unter Umständen und zwei doof. Es ist Samstag, 1:15 und wir haben drängende Fragen. 3, 2, 1 und los. Rekord. Inzwischen haben sich 9 Mitglieder der Telegram-Gruppe Dresden Offline-Vernetzung zusammengefunden. Auch der mutmaßliche Anführer ist da. Daniel G. hier ganz rechts im Bild mit Lederjacke und Mütze. Sie wollen ja einen Ministerpräsidenten umbringen. Was? Das hat er ja so formuliert. Rausholen aus dem Haus und dann aufhängen, haben Sie ja gesagt. War das jetzt nur eine Gewaltfantasie oder? Ich sag dazu nichts, kein Kommentar. Aber Sie haben es doch so formuliert öffentlich. Na, öffentlich habe ich hier gar nichts formuliert. Die Armbrüste? Die scharfe Waffe? Nee. Weil das ist ja strafbar, was Sie da machen. Ja. Will vielleicht noch jemand was sagen zum Telegram-Kanal? Wieso wollen Sie Politiker ermorden? Am Tag darauf wird der Telegram-Kanal nicht mehr öffentlich einsehbar sein. Der Administrator hat ihn auf privat gestellt. Unser Tarn-Account Hans fliegt raus. Eine Woche vergeht. Einige Mitglieder der Gruppe bekommen Besuch. Dresden. 6 Uhr am Morgen. Die Staatsmacht schlägt zu. 140 Beamte durchsuchen 6 Objekte. Im Fokus die Wohnung des Wortführers der Telegram-Gruppe, Daniel G. Wir sind hier im Einsatz mit Kräften der Bereitschaftspolizei, mit unseren Spezialeinheiten. Diese Ermittlungen beruhen auf der Berichterstattung von Frontal, wo es um Gefährdung unseres Ministerpräsidenten ging. Hier geht es um eine Chatgruppe, die zum Beispiel geäußert hat, dass unser Ministerpräsident getötet werden soll. Und wir machen momentan nicht nur hier, sondern auch an anderen Orten Einsatzmaßnahmen, wo wir Zugriff auf die potenziellen Täter nehmen. Obwohl bereits eine Woche seit der Enthüllung vergangen ist, werden die Ermittler immer noch fündig. Bei den 6 Durchsuchungen stoßen sie auf frei verkäufliche Waffen, Waffenteile und eine scharfe Pistole. Bei Daniel G. entdecken die Fahnder die in den Chats erwähnten Armbrüste. Sprengmittelexperten sichern in seiner Wohnung Schwarzpulver. Was er mit all dem vorhatte, vertraute Daniel G. Gleichgesinnten in einem Chat an. Offenbar fürchtete er, eines Tages könnte ein Impfteam vor seiner Tür stehen. Schieß mal halt die Typen weg, wenn sie da vor der Tür stehen. Ich werde noch meine Knarre jetzt modifizieren lassen. Ja, aber ich möchte gerne Picaniti-Schiene, wie nennt sich das Ding, Turf bauen lassen. Das ist ein Schwalbenschwanzführer. Dann lasse ich mir halt ein Visier drauf bauen. Und dann du brauchst mal ein panzerbrechende Munition, ne? Das ist Ding, das ist ein Schwarzpulvergewehr, aber immerhin, du schießt damit Kaliber 54. Damit schießt du auch ein Tor durch. Das ist ein scheißegal. Zur Not nehme ich noch eine Armbrust zur Hand. Ja. Also, da fallen schon mal 2 um. Die Frontalenthüllungen und die Razzia bei den Mitgliedern der Telegram-Gruppe Dresden Offline-Vernetzung sorgen international für Schlagzeilen. Aus Sicht der Polizei hat sich der Tatverdacht erhärtet. Doch die sächsische Generalstaatsanwaltschaft zeigt sich erstaunlich milde, verzichtet auf Haftbefehle,
sieht keine Fluchtgefahr. Laut Focus Online räumt Daniel G. später ein, über Gewaltaktionen gegen den Ministerpräsidenten gesprochen zu haben. Er rechtfertigt sich, er habe unter Alkoholeinfluss gestanden. Sein Anwalt teilt mit, keiner habe jemals ernsthaft eine mögliche Straftat vorbereitet oder auch nur in Betracht gezogen. Doch wer ist Daniel G.? Was ist über einzelne Gruppenmitglieder bekannt? Ein Dresdner Fotograf entdeckt in seinem Archiv Aufnahmen von dem mutmaßlichen Anführer der Gruppe. Aus gutem Grund will der Fotograf anonym bleiben. Dort ist er, hier. Und das ist dann das letzte Bild, was ich machen konnte, bevor er dann quasi auf uns losgerannt ist. Also da haben sie sich anscheinend schon abgesprochen mit einem anderen Teilnehmer der Demonstration. Und dann sind sie auf uns zugestürmt. Die Bilder stammen von einer Querdenker-Demo in Dresden Ende März 2021. Da ist er natürlich auf alle Fälle herausgetreten als besonders aggressiv. Hat ja sogar hier quasi mutmaßlich mit Angriff initiiert auf meinen Kollegen und mich. Sogar zweimal innerhalb von 3 Minuten. Also hat auf uns auf alle Fälle sehr aggressiv gewirkt und auch mit der Absicht, halt irgendwie Personen Schaden zuzufügen. Später habe die Polizei Daniel G. gestoppt. Der Fotograf hat in seinem Archiv auch Aufnahmen von Thomas F. gefunden. Es war dieselbe Demo in Dresden. Der Fotograf zeigt uns die Stelle, an der das Foto entstand. Neonazis kamen die Prager Straße entlang und eben halt hier auch am DM, den man ja dort hinten sieht. Ja, das Schild vom DM ist dort an der Seite. Und hier sieht man halt ein Mitglied der Gruppe Dresden Offline-Vernetzung, wie es ganz vorne mit dabei ist. Das ist die allererste Reihe. Und dann sind sie hier nach rechts abgebogen. Daniel G. und Thomas F. Monate später erleben wir sie als Wortführer der Telegram-Gruppe Dresden Offline-Vernetzung. Grüß euch. Hallo, Hans. Hallo. Unter den Chatmitgliedern auch der Vertreter eines internationalen Neonazi-Netzwerks. MZW News ist auch hier. Interessant. MZW News. Ausgeschrieben Mut zur Wahrheit. Betrieben wird das Online-Netzwerk von dem US-Neonazi John de Nugent. Seit Jahren Quelle für rassistischen Hass und Antisemitismus. Die internationale Vernetzung begann im August 2021. Da wird Dresden Offline-Vernetzung gegründet. Von Anfang an dabei Daniel G. Wenig später nimmt das schon seit Jahren existierende US-Neonazi-Netzwerk MZW News von John de Nugent Kontakt zur Dresdner Gruppe auf. Die Telegram-Gruppen tauschen zunächst Inhalte aus, verlinken und verweisen auf den jeweils anderen. Im Herbst 2021 gründete MZW News eine übergeordnete Telegram-Gruppe, ihr Name Offline-Vernetzung. Aus ihr gehen in ganz Deutschland neue regionale Gruppen hervor. Ein Screenshot zeigt, es geht um den Aufbau eines Terrornetzwerks. MZW News fordert auf, bildet kleine Gruppen, fangt an, effektiv aufzuräumen, beigefügt ein PDF, ein Kriegshandbuch mit Anleitungen für Terroranschläge, Feuerüberfälle und zur Sprengstoffbeschaffung. In der Dresdner Gruppe wird das Handbuch weitergeteilt. Daniel G. in Dresden formulierte vor seinen Mitstreitern ein klares Ziel. Immer Tacheles, das ist einfach Tacheles. Es ist einfach so, du kriegst hier die Typen, dieses Regime ohne friedliche Mittel, also oder ohne Gewalt immer weg. Daniel G. und die Dresdner Gruppe konnten von Ermittlern gestoppt werden. Unsere Recherchen gehen weiter. Wer noch genauer wissen will, wie radikale Impfgegner über den Staat reden, kann jetzt in den Chataufnahmen recherchieren. Wir haben sie ungeschnitten online gestellt. Wir haben dir links die Playlist mit allen Aufnahmen verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern ein Abo da.